Das Deutsche Kinderhilfswerk hat an den Bundesrat appelliert, ein klares Zeichen für die Einführung der Kindergrundsicherung zu setzen. Bei etwa 3 Millionen von Armut betroffenen Kindern sei alles andere unverantwortlich, sagte der Präsident des Hilfswerks Krüger. Doch die Länderkammer lehnte am Vormittag einen Vorstoß des Saarlands ab, per Entschließungsantrag Druck für ein schnelles Gesetz zu machen. Die Ampelkoalition ist sich weiter uneins bei der Finanzierung. Die Grünen mit ihrer Familienministerin Paus fordern mindestens 12 Milliarden Euro. Die FDP dagegen hält das Konzept für unausgereift. Großeinkauf bei der Caritas. Ein Schoko-Osterhase, Windeln, Babynahrung. Alltagsdinge, für die in immer mehr Familien das Geld fehlt. Die Mitarbeiter verteilen sie einmal die Woche beim kostenlosen Mittagstisch. Noch ist das Teil der Winterhilfe des Landes, die jetzt ausläuft. Doch hier im Pfarrheim St. Eligius in Saarbrücken-Burbach machen sie auf eigene Kosten weiter. Der Bedarf sei zu groß. Kamen Ende Dezember 24 Besucher, waren es diese Woche dreimal so viele. Zunehmend Familien mit Kindern, die essen und sich beraten lassen. Dass das Geld vorne und hinten nicht reicht, ist ein großes Thema. Probleme mit Behörden, dass Behörden nicht mehr erreichbar sind. Familienkasse als Beispiel, Jobcenter ist schwer erreichbar. Die Behörden stellen Bescheide aus, die juristisch natürlich vielleicht so verfasst werden müssen, aber sie sind einfach nicht verständlich für die Menschen. Kinderzuschlag, Kindergeld, Zuschüsse für Schul- und Freizeitaktivitäten. Für jede Leistung braucht es einen separaten Antrag. Die Kindergrundsicherung soll alles bündeln, das Bürokratiemonster zähmen. Die Pläne liegen zur Abstimmung in den Ministerien. Vorbehalte gibt es offenbar im Bundesfinanzministerium. Das Geld könnte nicht bei den Kindern ankommen. Kritik vom Verein Saarländische Armutskonferenz. Ich denke, wir müssen grundsätzlich mal wegkommen von einer Misstrauenskultur hin zu einer Vertrauenskultur. Und es fragt ja auch niemand in anderen Ebenen nach, ob es dann so ist, dass die Gelder immer so verwendet werden, wie sie gedacht sind. Bei vielen Familien kommt jedenfalls bislang weniger Geld an, als ihnen zusteht. Die Berater bei der Caritas hoffen deshalb, dass mit der Kindergrundsicherung endlich Ordnung in den Bürokratiedschungel kommt. Ich unterstütze die Familienministerin und alle, die in der Bundesregierung daran arbeiten, Kinderarmut zu bekämpfen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Im Übrigen muss man auch zur Ehrenrettung sagen, es gibt ja bereits einen Einstieg, in dem zum Beispiel der Kindersofortzuschlag in der Mitte des letzten Jahres noch mal erhöht worden ist. Das Kindergeld wurde erhöht. Und daneben gibt es aber auch viele andere Leistungen. Schon mal allein diesen Antragsdschungel zu lichten und dafür zu sorgen, dass die Ansprüche, die schon bestehen, auch von allen in Anspruch genommen werden, das wäre schon ein großer Fortschritt und würde im Übrigen auch schon mehr Geld kosten. Aber wirklich muss es substanziell darum gehen, Kinder aus der Armut rauszuholen. Und das muss jetzt auch kommen. Aber ich habe von Ihnen jetzt nicht den Satz gehört, ja, diese 12 Milliarden Euro sind wirklich notwendig. Denn das, was Sie jetzt gerade sagen, würde Christian Lindner sagen, okay, wir reformieren das organisatorisch, das muss nicht viel kosten. Na, ich glaube, es geht gar nicht darum, ob man sich jetzt auf 12 Milliarden festlegt oder nicht. Die Bundesfamilienministerin muss natürlich ein gerechnetes, finanzierbares und tragfähiges Konzept dazu auch vorlegen. Auch die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat sich damit befasst. Und klar ist natürlich, dass man nicht ohne Geld die Dinge nach vorne wird bringen können. Denn allein, und das weiß Christian Lindner auch, allein schon dadurch, dass man diesen Antragsdschungel lichtet, dass man die Hürden, die bürokratischen Hürden abbaut, wird dazu führen, dass mehr Leute, und das ist auch richtig, es in Anspruch nehmen. Und dafür muss natürlich auch Geld zur Verfügung stehen. Gut, also Sie sagen, mehr Geld braucht. Sie legen sich nicht fest, wie viel mehr Geld. Aber was Sie machen, ist zeitlich Druck. Der Kanzler hat um etwas Geduld gebeten bei dem Thema. Wie viel Geduld haben Sie denn da noch? Naja, es ist natürlich dringlich, denn die Kinder leben in Armut. Wir wollen ihnen schnell daraus auch helfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch Gegenstand der Haushaltsberatungen letztendlich auch sein wird. Und dort gehört es dann auch hin. Sie haben ja eine ganze Menge, sagen wir mal, strittiger Themen zwischen den Ländern insgesamt und dem Bund. Die Kindergrundsicherung ist eins, die Finanzierung der Flüchtlingshilfe ist eins, die Frage, wie die vielen Energiehilfen bezahlt und aufgeteilt werden, ist eins. Wie glücklich sind Sie eigentlich mit dem, was die Ampel den Bundesländern da vorlegt im Moment? Naja, ich glaube, wir müssen alle sozusagen an diese ganz großen Herausforderungen dieser Zeit herangehen, indem wir sagen, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Das gilt auch zum Beispiel für die Flüchtlingskosten. Das nützt nichts, als Thema zwischen den Ebenen hin und her zu schieben. Jeder muss bereit sein, seinen Beitrag zu leisten. Welcher Beitrag das ist, das werden wir bei anderer Gelegenheit noch mal zu besprechen haben. Die Länder haben einen großen Beitrag geleistet, auch wenn es um die Entlastungspakete ging. Das ist immer ein bisschen unter den Tisch gefallen. Der Bund hat sozusagen verkündet,
gegründet, aber wir haben immer kräftig mitfinanziert. Das sind natürlich Dinge, die auch in Ansatz gebracht werden müssen. Wenn es jetzt um neuere Belastungen geht, da sind wir bereit mitzufinanzieren. Aber es gibt natürlich auch finanzielle Leistungsgrenzen bei den Ländern, zumal die Schuldengrenze bei uns ja eine absolute ist. Die Finanzierungsfragen ziehen sich ja durch eigentlich alle strittigen Projekte im Moment, die Ampel auf dem Tisch liegen hat, aber auch zwischen Bund und Ländern. Was wäre Ihre Idee, wie für diese ganzen Reformprojekte die Finanzierung gesichert werden kann? Es gibt die Forderung, die Schuldenbremse auf Bundesebene aufzulockern, zu reformieren. Es gibt die Forderung, neue Einnahmen zu generieren. Wo steht da Anke Rehlinger, wo steht das Saarland? Ja, in der Tat müssen wir natürlich gucken, dass wir den Aufgaben gewachsen sind, die sich jetzt uns stellen. Ich kann aus saarländischer Sicht nur sagen, wir haben jetzt zum Beispiel für den Umbau unserer Industrie und unseres Wirtschaftsstandortes einen Transformationsfonds aufgelegt. Denn wir wollen die Wirtschaft dabei begleiten und nichts, was dazu beitragen kann, Arbeitsplätze zu erhalten oder neue zu schaffen, soll an mangelnder zum Beispiel Kofinanzierung unseres Landes scheitern. Das kriegen wir hin im Rahmen der bestehenden Regelungen. Insofern muss sicherlich jeder noch mal ein bisschen gucken, welche Möglichkeiten er auch hat im bestehenden System. Klar muss aber auch immer sein, eine solche Schuldenbremse, sie darf eben niemals eine Investitions- und Zukunftsbremse sein. Da hat es der Bund immer noch ein bisschen leichter, weil er ja noch eine leichte Verschuldung auch pro Haushaltsjahr auch vornehmen kann, als es die Länder auch haben. Aber wenn wir jetzt sehen, was den Umbau der Wirtschaft angeht, wie viel wir mit anschieben müssen, damit sich die Dinge auf den Weg machen, zeigt doch ganz deutlich, wir müssen auch in der Lage sein, die Dinge zu finanzieren, die dann wiederum auch für Einnahmen in diesem Land sorgen, weil eben Einkommensteuer gezahlt wird, weil eben Unternehmenssteuer auch gezahlt wird und damit das Staatswesen sich auch ein Stück weit finanzieren kann. Höre ich daraus, dass Sie sich etwas mehr Beweglichkeit vom Finanzminister wünschen? Der sieht sich ja ein bisschen auch als Gralshüter dieser disziplinierten Haushaltspolitik. Nein, das ist ja per se erstmal die Aufgabe auch eines Finanzministers. Das ist auch vollkommen richtig, aber ich glaube, der Finanzminister hat natürlich auch ein Stück weit die Klugheit zu sehen, dass die schwarze Null des Staates im Grunde genommen nicht höher bewertet werden darf, auch als eine schwarze Null bei ganz vielen Unternehmen in diesem Land, die die Wirtschaft und damit auch den Wohlstand dieses Landes zu organisieren haben. Und wenn wir gerade sehen, was wir ihnen alles abverlangen, was sie investieren müssen, die Stahlindustrie, Milliardenbeträge. Also und, auch um Dingen klimafreundlichere Produktion genau, zu schaffen. Genau, wir wollen, und wir sind ja eigentlich in einer glücklichen Situation. Wir können im Moment an solchen Stellen mit ein und demselben Euro Arbeitsplätze und Klima schützen. Das ist das, was wir eigentlich immer so theoretisch erzählt haben, wenn wir darüber gesprochen haben, Ökologie und Ökonomie auch miteinander zu vereinen. Das findet gerade statt und es wäre natürlich außerordentlich misslich, wenn wir uns dazu nicht in der Lage sehen. Und ich glaube, dafür muss immer das Geld da sein. Natürlich wird man priorisieren müssen, auch in einem Bundeshaushalt. Das ist vollkommen klar und wir müssen uns auch einen Weg überlegen. Und da sind wir sicherlich auch auf der Einnahmeseite, wie jetzt die gemachten Schulden der letzten Jahre, Corona-Krise, aber eben auch Energiekrise im Zuge des Krieges, nochmal zurückgezahlt werden können. Jetzt sind Sie in der glücklichen Situation, eine SPD-Alleinregierung zu führen, dass es sowas überhaupt noch gibt in Deutschland. Olaf Scholz hat es da sehr, sehr viel schwerer mit seinen beiden Partnern. Die Grünen klagen im Moment sehr vernehmlich hier in Berlin, dass sie das Gefühl haben, die SPD steht nicht mehr ausreichend an ihrer Seite in der Klimapolitik. Sie kommt der FDP zu viel entgegen, sie macht zu viel Zugeständnisse, sie weicht zu viel Dinge auf. Haben Sie Verständnis für dieses Einsamkeitsgefühl des grünen Koalitionspartners? Nee. Ich nehme wahr, dass die SPD in dieser Bundesregierung vor allem an der Seite von Bürgerinnen und Bürgern und gleichzeitig auf der Seite des Klimaschutzes steht. Und das ist es ja schließlich, worum es geht. Wir dürfen niemanden abschließend überfordern, denn dann haben wir ein Problem. Dann haben wir keine Mitmacherinnen und Mitmacher mehr. Und das ist, glaube ich, eine Wirtschaftsminister, dass manchmal Leute überfordern? Naja, ich habe schon den Eindruck, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Zielvorgaben, bei denen zumindest kommunikativ nicht hinreichend darauf hingewiesen worden ist, wie man dieses Ziel erreichen kann, was gar nicht in Abrede gestellt wird. Natürlich müssen wir auch beim Heizen einen Umbau organisieren. Aber wenn ich nicht auch gleichzeitig die Erzählung präsentieren kann, wie ich dorthin kommen möchte und wie ich Überforderungen vermeide,
dann habe ich ein großes Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. In der Sache muss es ohnehin gelöst werden. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe der SPD. Sie bringt eben sozusagen den Klimaschutz mit dem Sozialen zusammen. Und das wird, glaube ich, auch die tragfähige Konstruktion sein. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, in einer solchen Koalition zu sagen, wer ist jetzt der bessere Klimaschützer. Es wird deutlich, diese Regierungskonstellation hat sich vorgenommen, diesen Staat zu modernisieren. Sie hat die Transformation sich vorgenommen und den Klimaschutz nach vorne zu stellen. Und vielleicht aus eigener Betroffenheit der vergangenen Jahre, aus Regierungsverantwortung der SPD in anderen Konstellationen, eigene Erfolge immer so klein zu machen, das war nicht unser erfolgreichstes Konzept. Ein Rat an die Grünen am Ende von der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Ich danke Ihnen für das Gespräch heute Morgen. Herzlichen Dank.